So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer spannenden Rollenspielfolge Death and Horror Incorporated aus dem Band Shadows Over Scotland, Freunde. Wir spielen Call of Cthulhu und ja, ich habe mir wieder meine reizende Besetzung hier zusammengeschustert. Ich fange mal von mir aus gesehen jetzt oben links an. Da habe ich die Mel sitzen. Hallo und herzlich willkommen, Mel. Hallo. Und unter der Mel bei mir auf dem Bildschirm ist meine bezaubernde Frau, die Sandra. Hallo. Und daneben, fast genauso reizend und bezaubernd, der Dennis. Moin, guten Abend. Und links unten habe ich bei mir die Alex sitzen. Hi Alex. Moin, moin. Und last but not least, den Markus. Muss ich jetzt im Moment nachdenken. So, Markus hier von Herr Walter und weil ich bis jetzt immer vergessen habe, der Dennis, der hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Channel, da könnt ihr mal vorbeiflitzen, das ist die Affenfratze oder was, ne? Genau, Affenfratze, Brettspiele und mehr. Affenfratze, Brettspiele und mehr. Da braucht man auf jeden Fall diese Ikea-Schränke für, um das zu machen, ne? Mehrere. Haben die alle, oder? Ja. Die ganzen Brettspiel-Junkies. So, unsere Julia, das ist auch so eine Brettspiel-Verrückte. So, ja. Wir sind stehen geblieben letzte Mal im Hause von Mr. Arkwright, einem Edelmann, der an einer degenerativen Krankheit leidet und ich habe gerade ein neues Fremdwort gelernt, was ich schon wieder vergessen habe. Was war das nochmal für ein Arschloch, bitte? Ein misogynistisches? War das richtig? Ja. Genau. Auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall in meinen Fremdwörterschatz, muss ich mir nachher mal aufschreiben. Misogynistisch. So. Ich habe gehört, Periestor wäre auch so einer. Aber ist eine andere Sache. Ja, die sind bei dem, weil eine Haushälterin von ihm umgebracht wurde, nachts in den Straßen von Glasgow. Und sie war anscheinend schwanger. Und das fand der Mr. Arkwright nicht so gut. Und daraufhin hat er sich sehr unfreundlich über seine ehemalige Bedienstete ausgelassen. Da haben wir noch eine Mrs. Geddes, die auch dort arbeitet in dem Haus und die nun die Charaktere im Prinzip übernimmt und sie rumführen wollte. Und ich würde sagen, wir gehen an dieser Stelle einfach mal ins Spiel. Ihr steht da und Mr. Arkwright verabschiedet sich. Nun, ich werde mal mich zur Ruhe begeben. Ich brauche immer meine Ruhe zwischendurch. Wenn irgendetwas sein sollte, dann melden Sie sich. Ui, ui, Monsieur. Einen angenehmen Abend noch. Ja, irgendwie Mrs. Geddes ist eine ältere Hausdame, die dort in dem Haus arbeitet. Ihr schätzt sie so gegen Ende 50 und sie ist sehr vom Leben gezeichnet. Sie hat tiefe Furchen im Gesicht und irgendwie sehen ihre Augenlider sehr geschwollen aus. Nun, wo kann ich Sie hinführen? Wollen Sie das Zimmer von der jungen Dame sehen? Vorrangig erstmal hier raus, damit wir in Ruhe sprechen können. Es würde uns schon reichen. Ja, ihr verlasst diesen Raum und sie führt euch durch eine Bibliothek, in der zahlreiche Bücher stehen und auch, also so alle in Leder eingebunden und eure Augen überfliegen diese Titel. Die meisten haben irgendwie mit Schiffsbau und solchen Dingen zu tun. Macht mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Geht auch Bibliotheksnutzung? Nein, tatsächlich jetzt nicht. Da wäre ich besser. Ja, aber in der Situation leider nicht. Voll daneben geworfen. Als ihr so durch diese Bibliothek geht und eure Augen über die Bücher fliegen, fällt Tonys Blick auf ein Buch. Der Name des Buches und des Autors springt
dir fast ins Gesicht. Und zwar ist dieses Buch von einem Dr. James Cullen und heißt Der Sitz der Intelligenz. Also der Sitz, Seat of Intelligence, sehr, wie mag man es übersetzen? Was? Ja, so ungefähr, also der Ursprung der Intelligenz, so macht es am meisten Sinn. Ich gehe rüber, ziehe das Buch raus. Schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe. Das ist doch der Arzt aus der Klinik. Entschuldigen Sie, sehe ich das richtig? Sie, ja, sehen Sie richtig? Nun gut. Kann ich das aufschlagen und drin lesen? Du kannst es aufschlagen und darin lesen. Aber es ist, also du schließt es auf, du siehst einige... Kapitel, die sich irgendwie mit dem Glauben befinden, befassen und da sind so teilweise Bibelverse notiert, aber so richtig den Sinn kannst du jetzt mal so eben mit Durchblättern nicht für dich ergreifen oder zusammenfassen. Ich würde das Buch versuchen einzustecken, während die Haushälterin etwas abgelenkt ist. Kann jemand mal bitte ablenken? Mrs. Geddes, spüre ich da Abneigung dagegen, dass mein Kollege hier dieses Buch zu sich genommen hat? Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben ja gemeint, sehe ich das richtig? So, haben Sie da was dagegen, wenn wir hier kurz lesen würden? Nein, ich finde es nur komisch, dass ein Gast direkt an die Bücherwand geht und Mrs. sich Geddes dort... Und unter uns, Sie wissen doch, wie das noch ist, der junge Mann, dem ist die Neugier der Jugendlichkeit noch nicht abhanden gekommen. Wenn er ein Buch sieht, das ihn interessiert, dann muss er das auch sofort lesen. Dem fehlt einfach die Impulskontrolle, das müssen Sie verstehen. Aha. Ja, so eine gute, charmante Seele, wie Sie das sind. Ja, das sind aber liebe Worte. Danke. Wissen Sie, die kann ich momentan gut gebrauchen. Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, der Verlust hat mich auch wirklich mitgenommen. Das war wirklich, das war nicht schön. Standen Sie sich sehr nahe? Ach, sie war eine gute Seele. Sie war so eine gute Seele. Ja, wissen Sie denn, wie sowas passieren konnte? Und sie bricht in Tränen aus. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sie da draußen rumgelaufen ist zu dieser Uhrzeit. Ich habe keine Ahnung, was ist. Sie weiß doch ganz genau, dass der Ripper draußen umgeht. Wie konnte sie da einfach raus und verschwinden, das arme Mädchen? Ich meine, Entschuldigung. Alter vor Schönheit. Vielen Dank. Haben Sie was mitbekommen, dass die Miss Siddons auch schwanger gewesen sein soll? Nun, wenn das jemand mitbekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie das sind. Ich glaube, Sie haben hier als Einzige vermutlich den Überblick über das Personal. Vielleicht gehen wir erstmal hoch ins Zimmer und reden dort in Ruhe weiter. Das ist eine sehr gute Idee. Und du kannst... Dass er schnell machen soll. Genau, du kannst... Willst du das Buch einstecken? Habe ich eingesteckt, also die anderen geredet haben. Gut, alles klar. Du konntest das Buch dann auch verschwinden lassen in deiner großen Ledertasche und sie führt euch halt in einem sehr opulenten Flur eine Treppe hinauf. Die Treppe ist mit so einem roten Samtteppich ausgelegt und an den Wänden hängen halt die verschiedenen Bilder von den Vorfahren von Mr. Arkwright, vermutet ihr zumindest. Und oben angekommen geht ihr einen Flur entlang durch eine Tür und kommt dann in Räumlichkeiten, die jetzt nicht so
opulent sind wie der Rest. Ihr vermutet, dass es hier halt zu den Räumen der Dienerschaft geht. Und so folgt ihr diesem Flur und Geddes öffnet dann eine weitere Tür und führt euch in einen Raum, der ungefähr 3 Meter lang und so knapp 2 Meter breit ist. Darin steht ein sehr ärmliches Bett mit einem Nachttisch, der eine Schublade hat, ein Kleiderschrank, der steht so schräg, also so rechts an der Wand. Und daneben ist ein Fenster, das auf die Gartenanlage draußen hinausschaut. Die Wände sind alle nur kalkweiß verputzt und der Boden besteht aus abgetretenen Dielenbrettern. Nun, das sind die Räumlichkeiten. Kommen Sie herein. Besonders Mühe macht der Monsieur sich nicht mit der Restauration ihrer Bedienstetengemächer. Sehe ich das richtig? Nun, das ist ja ganz normal. Wir sind ja nur Angestellte, Dienstboten. Also da haben meine Angestellten das auf meiner Weinfarm ein bisschen besser. Sie haben eine Weinfarm? Ja, die gehört meinen Großeltern, um genau zu sein. Eine Weinplantage. Und wo ist sie? Ist in Léovie, in Frankreich. Ach so. Das erfährt man doch. Ja, da haben Sie recht. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, hier ist es so ganz normal. Hier lebt die Dienerschaft etwas spartanischer. Nun, wissen Sie, ich komme nicht umher. Also Miss Siddons hat... ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmt und hab sie gefragt, was los sei und sie hat sich mir geöffnet. Sie sagte mir, dass sie schwanger sei und dass sie nicht mehr ein- und nicht mehr aus wüsste. Ihr Bauch würde immer größer werden und es ließ sich langsam nicht mehr vor Mr. Arkwright verstecken und es war klar, dass Mr. Arkwright sie kündigen würde, wenn das rausgekommen wäre und Lucy wusste nicht mehr ein und nicht mehr aus. Sie hatte Angst vor Mr. Arkwright und sie hatte Angst vor den Konsequenzen in ihrer Familie, wenn sie Schande über sie bringen würde. Und das arme Mädchen war völlig aufgelöst. Und ja. Aber weiß Madame Siddons denn, woher das Baby kam? Wer der Vater ist? Ich meine, da gehören immer noch 2 zu. Ja, da haben Sie wohl recht. Aber das hat sie mir nicht anvertraut. Das weiß ich wirklich nicht. Aber wenn sie das ihm nicht anvertraut hat, sie sehen doch alles, was hier vor sich geht. War nicht mal ein junger Mann hier auf dem Gelände? Nein, hier war niemand. Ich weiß nicht, ob sie sich des Nächtens vielleicht mal hinausgeschlichen hat. Es sind einige Höfe hier rundherum angesiedelt. Vielleicht hat sie dort mit einem der Bauernjungen angebändelt oder ich weiß es wirklich nicht. Sie denn Kinder, Mrs. Geddes? Bitte? Haben Sie denn Kinder? Ich? Ja, Sie. Ich habe keine Kinder. Nein, der Herrgott hat mir keine Kinder vergönnt. Also ich war früh verheiratet, aber mein Mann ist im Krieg gefallen und von daher habe ich danach auch nicht mehr das Bett eines anderen aufgesucht. Mein Beileid. Danke. Aber das ist ja schon sehr sonderbar, wenn sie sich da nicht ihnen anvertraut hat, wer das sein könnte, der Vater. Oder es kommen mehrere in Frage. Ich habe sie auch nicht danach gefragt. Ich denke, das geht mich nichts an. Nur der Zustand ging mich was an. Wissen Sie denn, wo sie sich rumgetrieben hat? Oder hat sie ihnen das auch nicht erzählt? Nein, das habe ich auch nicht nachgefragt. Wie gesagt, ich vermute, wir sind hier so weit abgeschieden. Es kann eigentlich nur einer dieser Bauern
Söhne gewesen sein, die hier so auf den Höfen im Umfeld oder vielleicht einer der Knechte auch. Ich habe keine Ahnung. Gibt es denn noch mehr Personal, die sowas mitbekommen, wenn sich jemand aufs Gelände schleicht? Allerhöchstens noch der Butler. Aber er ist auch schon ein älterer Vertreter. Er wird solche Sachen eher weniger mitbekommen. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, wenn Lucy im 7. Monat gewesen wäre oder im 8. Ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, wenn wir uns in dem Zimmer Ihre umschauen. Ja, das können Sie gerne machen. Das können Sie gerne machen. Die anderen Abend vielleicht auch noch ein paar Fragen. Personen, die in der standen, gab es nicht. Nein, ihre Eltern leben in Edinburgh und sie war weit von zu Hause entfernt. Also sie hat auch selten Kontakt. Sie schrieb den Verwandten ab und an mal einen Brief und bekam auch ab und an Post von ihren Eltern, aber ansonsten hatte sie hier eigentlich niemanden. Und haben Sie noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich mich erst einmal verabschieden und meiner Arbeit weiter nachgehen. Ja, wenn Sie sich doch noch jemanden anvertrauen wollen, können Sie gerne zu mir kommen. Nehmen das Geheimnis mit ins Grab, das dauert auch nicht mehr lang. Sie überlegt einen Moment. Ja, danke. Soll ich doch mal auf Scham würfeln? Ja, doch noch was auf dem Herzen. Kannst du machen. Und sie geht halt so raus aus dem Raum. Und ihr hört die Schritte, die sich entfernen. Und nach 5 oder 6 Schritten hört ihr, wie sie anhält. Ihr wollt euch gerade anfangen, etwas über die Sache zu unterhalten. Da streckt sie den Kopf nochmal in die Tür. Mister, ich habe ihren Namen vergessen. St. Clair. Mr. St. Clair, auf ein Wort. Gerne. Ich gehe bitte raus. Ja, du gehst so raus und schließt die Tür hinter dir. Nun, Mr. St. Clair, da ist doch noch eine kleine Sache. Das dachte ich mir doch. Wissen Sie, ab und an geht halt ein Arzt von der Royal Infirmary hier ein und aus und ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mit dem Arzt sprechen würde, um ihm Lucys Situation zu schildern, und dachte, er könne da vielleicht helfen. Und auf jeden Fall sollte Lucy dann gestern Nacht zu ihm. Und er wollte sich um dieses Problem kümmern, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und nun habe ich mich nicht nur in einer Sache meinem Gott gegenüber sträflich verhalten, sondern nun sind 2 arme Seelen nicht mehr unter uns. Wissen Sie, ich glaube, dass sie wegen mir nachts unterwegs war gestern. Mrs. Geddes, als erstes Mal, Sie müssen sich da keine Gedanken machen. Sie wollten es nur das Beste für alle. Und wenn Sie uns noch wirklich weiterhelfen wollen, dann sagen Sie uns noch den Namen des Arztes. Es ist Mr. Cullen. Mr. Cullen. Warum wundert mich das nicht, diesen Namen schon wieder zu hören? Sie kennen Mr. Cullen? Ne, bisher ist er uns erfolgreich entkommen, aber wir wollten gerne noch mit ihm reden. Aha, aber in welcher Angelegenheit? Was haben Sie mit ihm zu tun? Mrs. Geddes, ich will Ihr Gewissen nicht noch weiter belasten. Sie können froh sein, wenn Sie davon nichts wissen. Wahrscheinlich haben Sie da recht. Es geht mich ja auch eigentlich nichts an. Aber vielleicht habe ich Ihnen ja weitergeholfen und... Das haben Sie ganz bestimmt.
Und heute Abend schlafen Sie in gutem Gewissen ein, dass Sie das Richtige getan haben. Gott sei mit Ihnen, Mr. St. Clair, Gott sei mit Ihnen. Und sie geht dann schluchzend den Gang hinunter. Ja, er steht in dem... Bitte danach wieder ins Zimmer. Genau. Die Tür öffnet sich und Montgomery kommt wieder herein. Und ihr steht da alle beisammen. Weiß nicht, ob ihr die Ohren gespitzt habt ein wenig. Oh, Monsieur St. Clair, da haben Sie aber eine reizende junge Dame aufgerissen, wie ich sehe. Aufgerissen? Ich reiße doch gar nichts mehr auf, das wissen Sie doch. Ich nenne das, ich habe ihr etwas Seelenfrieden gebracht. Etwas Seelenfrieden nennt man das heutzutage. Nicht, was Sie wieder denken, Mrs. Bonnet. Aber ich gehe davon aus, dass Sie gelauscht haben, oder? Ich muss mich hier nicht nochmal wiederholen. Sie haben den Namen Cullen auch wieder gehört. Natürlich, hätte uns etwas anderes verwundert. Nein, ich hätte es verwundert, einen anderen Namen zu hören. Allmählich schon. Bonnie ist schon dabei, sich ein bisschen umzuschauen. Also sie hatte da einen Schrank, richtig? Ja, genau. Mhm. Da ist einmal ein Nachttischchen neben dem Bett und ein Schrank, in dem vermutlich ihre Kleider sind. Ich möchte mich erstmal dem Nachttisch widmen und da reinschauen. Ja, du öffnest den Tisch und findest darin tatsächlich auch ein Tagebuch. Und als du es aufschlägst, siehst du halt einige Zeilen darüber, dass sie halt schwanger ist und dass sie völlig verzweifelt ist, was sie halt tun soll. Sie weiß nicht mehr ein, nicht mehr aus. Sie kann nicht nach Hause, sie kann nicht im Arkwright House bleiben. Sie ist verängstigt, dass Sir Gregory oder die anderen diese Schwangerschaft bemerken. Und sie ist halt zwischen den Stühlen gefangen und weiß nicht mehr ein, noch aus. Sie ist dann irgendwann, also schreibt sie, dass sie vor Mrs. Geddes zusammengebrochen ist und weil sie einfach nicht mehr konnte und dass halt Mrs. Geddes sich ihr angenommen hat, so gut es halt ging. Sie hat versprochen, Sir Gregory nichts zu sagen und sich einen Weg einfallen zu lassen, um halt Schande von ihrer Familie abzuwenden und alles wieder ins rechte Licht zu rücken. Sehe ich da irgendwie einen Eintrag darüber, wo sie vermutet, wer der Vater sein könnte? Nee, darüber schreibt sie tatsächlich nichts. Das ist ja sehr sonderbar. Also, ich meine, in einem so persönlichen Buch wie ein Tagebuch schreibt man doch rein, wer der Vater ist. Aber als du da drin rumblätterst, fällt halt ein kleiner Zettel raus, auf dem stehen die Buchstaben G, R und I in Großbuchstaben und dann ein Bindestrich hinter Tür und darunter steht 3 AM. Sagt mir das irgendwas? Royal Infirmary. Genau. Das würde passen. Okay. Meine Herrschaften, ich habe ihr einen Zettel gefunden. Kann ich darauf sehen, wie frisch der Zettel ist? Also, der vielleicht noch neu ist oder ob der für die... Also, vergilbt ist er noch nicht, aber da jetzt rauszuschließen, wie frisch oder jung oder alt er ist, nee. Das ist sich heute 3 AM. Kann durchaus sein, dass der für heute Morgen gemeint war. Also der ist nicht vergilbt, ne? Also ich zeig den Herrschaften diesen Zettel. Also ich denke, sie wollte das Kind abtreiben, so wie sich das hier anirrt.
Das würde natürlich erklären, warum das Monstrum ihren Unterleib mitgenommen hat. Vielleicht hat der Mosjukalin auch mit der Schwangerschaft zu tun. Oder dergleichen. Aber sowas führt er doch nicht umsonst durch, oder? Vielleicht wollte er irgendwas dafür haben. Die Seele deines erstgeborenen Kindes? Das hat Rumpelstilzchen schon gemacht. Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall mit diesem Monsieur Cullen reden. Weil das kommt alles auf ihn zurück, wenn er uns überhaupt die Wahrheit erzählt. Ich überlege gerade, wie das kartentechnisch funktioniert. Das Krankenhaus war ja relativ innenstadtmäßig, aber wir haben sie am Hafen gefunden. Am frühen Morgen. Wurde sie nicht gegen 22 Uhr getötet und 3 Uhr morgens den Termin? 5 Stunden? Ja, was macht sie dann im Hafen? Das ist die Frage. Vor allem total ab von irgendwas. Vielleicht ist da der Vater des Kindes. Gibt es da nicht einige Pubs? Oh, da war doch dieser seltsame Kollege, der immer attraktiver wurde, je mehr er getrunken hat. Vielleicht sollten wir nochmal mit ihm reden. Ich meine, ich habe noch gut ein Fläschchen zur Hand. Ich würde nochmal gerne gucken, ob irgendetwas von dem... Du schaust, oder ihr schaut euch um, ihr habt ja auch noch nicht in den Kleiderschrank geguckt und da guckst du rein und durchsuchst den und findest da drin halt auch 4 oder 5 Briefe von zu Hause. Die macht ihr auf und guckt da rein, aber da werden halt nur so Formalitäten ausgetauscht. Ja, mir geht's gut, hier, die Anstellung ist gut, Mr. Arkwright ist gütig zu mir, ich habe jetzt mein Geld bekommen, ich schicke euch ein bisschen was, so das Allgemeine. Und zu Hause ist soweit auch alles in Ordnung. Auch von den Eltern. In Edinburgh irgendwo, ja. Ich möchte nochmal unter das Bett schauen, ob da vielleicht noch irgendwas zu finden ist. Außer einem Nachttopf kannst du dort nichts finden. Okay. Der ist aber leer, tatsächlich. Wenigstens ist sie ein bisschen ordentlich. Meine Kollegen, wir müssen auf die Uhrzeit achten, nicht, dass wir nach Einbruch der Dunkelheit erst zurück zur Kirche kommen. Oh ja, wie viel Uhr Abend wäre das denn? Boah, ich habe echt so ein bisschen völlig den Überblick verloren, wie spät es gerade war. Also ich glaube, um 4 Uhr war der Termin, ne? Ja, 17 Uhr könnte es sein. Mr. Arkwright, dann wäre es jetzt so 16:30. Müssen wir. Das merkt ihr auch schon. Dann wollen wir uns auf den Weg machen. Ich denke, wir bekommen hier nicht weitere Informationen. Ja, ihr geht die Treppe hinunter, lasst das Zimmer hinter euch und seht vor euch die große Haustür und rechts halt dieses Arbeitszimmer, im ersten Zimmer rechts, im zweiten die Bibliothek. Und ihr geht auf die Ausgangstür zu, öffnet sie und verlasst das Haus. Ich hätte noch mal einen Blick in das Arbeitszimmer geworfen. Als plötzlich unsere gute Manon innehält und zum Arbeitszimmer starrt. Ist die Tür auf? Ja. Hast du was gesehen? Da Geräusche raus? Nein. Ich möchte trotzdem sicherheitshalber auf verborgen bleiben würfeln. Ich will noch etwas
Kleines Nachgucken, wartet kurz. Yes! Du schleichst dich so durch den Flur und achtest darauf, dass niemand dich sieht, oder du achtest auch darauf, ob überhaupt irgendwo jemand ist, und schaust dann in dieses große Arbeitszimmer, durch das ihr gerade etwas schneller einfach durchgeführt wurdet. Da hängen einige Präparate an den Wänden von ausgestopften Tigerköpfen und Antilopen. An der Wand steht auch ein großes Bücherregal, so ein paar Säbel hängen da zur Dekoration, teure Teppiche auf dem Boden, auf einem edlen Parkett, und da ist ein großer Schreibtisch mit einem Lederstuhl. Ob Mr. Arkwright hier wirklich noch oft sitzt, könnt ihr nur erahnen, aber auf dem Schreibtisch liegen halt so ein paar Unterlagen auch. Ja, und da ist niemand gerade in dem Zimmer. Du schaust rein, nach links und rechts, aber du kannst keine Menschenseele da sehen. Dann schlüpfe ich durch die Tür durch und gehe in das Arbeitszimmer und gehe mehr oder minder schnurstracks einmal auf den Schreibtisch zu, um mir die Dokumente darauf einmal anzuschauen. Ja, du überfliegst diese Dokumente, siehst einige Akten, in die du reinblätterst, bei denen es sich aber irgendwie um Schiffe handelt, die wohl fertiggestellt worden sind und dann zu Wasser gelassen werden sollen, und schaust das alles so durch, und dann fällt dein Blick auf so ein Scheckheft. Und du nimmst das und blätterst das halt durch, und du siehst, dass da einige Zahlungen getätigt worden sind an Stiftungen. Und in den letzten 3 oder 4 Monaten sind relativ große Beträge von über 5000 Pfund ausgestellt worden an einen gewissen DJC. DJC. Komm mir das... Ja, wahrscheinlich der Dr. Kalm, ne? Ich nehme das Checkbuch mit und schaue mir noch, guck da noch so weiter, ob ich da noch irgendwas sehe. Du siehst, du schaust noch weiter und du siehst dann dort noch einen Block, wo etwas durchgedrückt wurde. Also es wurde irgendwie was auf die Seite geschrieben. Ja, gut. Dann schaue ich mir noch, also schaue ich noch so an den Bücherregalen lang, ob ich da noch irgendwas Interessantes entdecke. Du schaust da über die Bücher, aber auch die handeln alle irgendwie über, also vom Schiffsbau und solcherlei Dinge. Also nichts wirklich Interessantes oder Obskures dabei. Es sei denn, du interessierst dich für Schiffbau. Ich interessiere mich nur für Bücher. Dann schaue ich mich noch mal kurz um, ob mir noch irgendwas ins Auge springt, und würde mich sonst wieder zurück. Ansonsten siehst du dich noch mal um, sonst fällt dir aber nichts mehr ins Auge, und du verlässt dann das Büro, und die anderen warten schon in der Tür, und ihr geht dann raus an die frische Luft. Toni, du hast doch das Buch. Wolltest du da noch mal reinschauen? Ich dachte, das kannst du heute Abend wieder machen. Du liest doch gerne vor dem Schlafen gehen noch eine Runde. Und Hauptsache, ich kriege keine Albträume davon. Das hoffen wir alle. Sonst übernehme ich das auch gerne. Ich habe gerade auch noch was Interessantes gefunden, aber das würde ich mit euch im sicheren Hotelzimmer besprechen. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, seid ihr mit dem Taxi gekommen oder wie war das? Mit dem Polizisten sind wir gekommen. Waren mit dem. Ach so, ja, der ist natürlich auch noch da und hat irgendwie unten Tee getrunken und sich die Bilder angeguckt, während er da alles Mögliche gemacht hat. Die sind da sehr, sehr kompetent, die Glasgower Polizisten. Und haben Sie was rausgefunden? Kommen Sie, ich fahre Sie zurück. Dankeschön. Das war ja sehr aufschlussreich, das Gespräch. Ja, aber in dem Zimmer haben wir leider nicht mehr wirklich etwas gefunden,
außer dass sie das Kind wohl entfernen lassen wollte von einem Arzt. Aha. Okay. Das müssen wir in die Akten aufnehmen. Von welchem Arzt? Wissen Sie das? Da stand nur ein C. Okay. Das können natürlich einige Ärzte sein. Ja, okay, wir fahren erstmal zurück zum Präsidium. Oder soll ich sie irgendwo rausschmeißen? Beim Golden Tulip, wenn das Ihnen keine Umstände bereitet, Monsieur. Okay, das kann ich natürlich tun. Und er fährt und bringt euch ins Hotel. Währenddessen tauscht ihr euch aus oder wollt ihr es? Ja, wahrscheinlich nicht so, weil er noch dabei ist, ne? Würde ich auch sagen, ja. Dann bringt er euch zurück ins Hotel. Und ihr versammelt euch da in dem Zimmer und tauscht die soeben gehörten Informationen aus. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob ihr darüber philosophieren möchtet oder ob es direkt weitergeht. Sagt mir, was ihr tun möchtet. Ich möchte gerne diesen durchgedrückten Block, möchte ich einmal so mit meinem Stift, den ich dabei habe, drüber schraffieren. Du schraffierst es und du siehst, das ist eigentlich nur der Durchdruck von diesem GRI Hintertür 3AM ist. Also die scheint da in dem Büro reingeschrieben worden zu sein, um ihr dann den Zettel zu geben. Toni ist etwas verwirrt. Wollten wir nicht noch zur Kirche bis 18 Uhr? Ach ja, da war ja gleich mal auf den Weg. Nicht, dass uns irgendwelche Ghule überraschen. Ja. Da Mütter. Ja, können wir da ganz entspannt. Ist ja noch hell, ist ja noch nicht dunkel. Dann würde ich sagen, dass wir uns auf den Weg begeben. Ich würde vielleicht aus meinem Hotelzimmer nochmal ein bisschen Munition mitnehmen für meinen Revolver. Sicher ist sicher. Du willst Munition einpacken? Mhm. Okay. Ja, kannst du machen. Ja, also ich gehe davon aus, dass ihr die Grundmunition so dabei habt. Also geht's ab in die Kirche? Ja. Okay. Ihr fahrt in die Kirche und kommt da an und ihr seht auch, dass es schon dämmert. Ihr steigt aus und geht halt diesen Kiesweg hinunter und schaut euch dabei um, schaut so ein bisschen auf die Grabsteine, die gespenstisch in dem aufkommenden Bodennebel emporragen, könnt ihr dahinter aber nichts herschleichen sehen, vermutlich. Wir spielen eure Gedanken euch einen Streich. Wenn mal, lass uns schnell reingehen. Du hast das Buch hier in deiner Tasche. Ja. Ich folge den Damen. Gönn mir gegen den Scheck noch meine Nase Kokain und dann komme ich auch mit. Ja. Ah, ja. War ja was. Was? Ja, ihr kommt rein in die Kirche und der Pater steht halt dort hinter seinem Altar und guckt, wer jetzt um diese Zeit noch hereinkommt. Ah, da seid ihr ja wieder. Genau, wir hatten ja versprochen, dass wir... Das ist gut, ja. Los, kommt schon rein. Macht die Tür hinter euch zu, sicher ist sicher. Kann man die verriegeln? Ja. Von innen? Die Tür kann man von innen verriegeln, ja. Dann würde ich das machen. Ihr verriegelt die Tür und geht dann zu dem Pastor, oder was? Ja. Gibt es da noch irgendwelche anderen Eingänge, die wir
zumachen müssten. Haben wir Salz dabei? Wir wollten uns eigentlich noch in dem Keller dort umsehen, wo er dieses Schaben gehört hat. Ich glaube fast nicht, dass... Kann ich noch auf verborgen bleiben? Nein, natürlich nicht. Wie lange hält denn das? Meinst du Dauerstealth oder was an- und ausschalten? Ja, natürlich. Ja, das wäre witzig. Nein, aber willst du nochmal auch verborgen bleiben würfeln? Ja, natürlich. Da. Ja, hier gerade eben... Wie viele? Das ist ja schon ein Patzer quasi. Da gibt's nichts mit Glück. Was hattest du denn vor? Gestolpert und... Was wolltest du denn machen? 26. Weiß ich nicht. Es hätte sich dann rausgestellt, wenn ich verborgen geblieben wäre. Ach so. Ja, du meinst ja, dass du total gut versteckt bist, wie du da so durch die Kirche polterst. Ja, zumindest, ihr macht halt alles dicht und darf ich jetzt mal fragen, warum wir jetzt alle Türen verbarrikadiert haben? Sicher ist sicher. Nicht, dass uns noch hier jemand gesagt hat. Ja, aber also bisher sind sie ja so nicht hier reingekommen. Ich habe nicht gesagt, ja, ich habe gesagt, ihr sollt die Türen hinter euch schließen, aber ich habe da nichts von verbarrikadieren und so gesagt. Ja, meinen Sie, die Ghule können keine Türklinke bedienen? Das schon, aber ich glaube, es ist geweihter Boden und sie sind nicht in der Lage, hier einzudringen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nun, das mag sein, mein Sohn, das mag sein. Aber was haben die rausgefunden? Wir haben das Gefühl, dass dieser Monsieur Cullen mit der ganzen Sache unter einem Hut steckt. Er hat ein Buch über Glauben und dergleichen geschrieben, wie der Monsieur Tony dabei hat. Das wollten wir heute Nacht lesen. Und eine Dame wollte Unsittlichkeiten begehen und ein Kind abtreiben. Ach, das höre ich nicht gerne. Das ist nicht im Sinne des Herrn. Haben Sie mein Buch dabei? Ja. Dann bräuchte ich das einmal wieder. Danke. Ich meine, wir müssen auch noch einmal drin lesen. Bitte? Wir sollten da, glaube ich, auch nicht noch einmal drinnen lesen. Das war doch ein bisschen sehr... Nein, das habe ich ja gesagt. Dass es kein Buch ist, in dem man, das man ungestraft aufschlagen sollte. Es ist kein Buch des Herrn. Es gehört hier in die Kirche, wo niemand Zugang dazu hat. Dann stellen Sie sicher, dass auch die Gude da keinen Zugriff zu haben. Ja, und er geht wieder an den Altar und öffnet wieder dieses Geheimfach und legt das Buch da wieder rein. Wieso war ich jetzt noch so sicher, das Buch über Nacht wieder hier zu wissen? Bitte was? Warum wollten Sie das Buch jetzt über Nacht wieder hier haben? Weil es hier in Sicherheit ist, in der Kirche. Es ist wahrscheinlich das Unheiligste hier am Standort und Sie wollen es in der Kirche lagern. Ja, weil die Kirche ja dazu da ist, das Unheilige zu bekämpfen und ja, es aber doch nicht vor dem Altar. Bösen weil zu schützen. Wissen Sie, was Sie für einen Schaden anrichten können? Haben Sie sich denn schon mit... Aber Sie reden hier mit einem Okkultismus-Experten und ich kann Ihnen da nur abraten davon. Ja, aber der Altar wurde doch höchstpersönlich vom Papst geweiht. Also, ja, und Sie entweihen den, indem Sie da dieses unheilige Buch reinstecken. Nein. Sehen Sie diese hebräischen Zeichen hier? Die halten diesen Zauber in Schach. Diesen Bösen. Sie sorgen dafür, dass nichts Böses hier dieses... Hebräische Zeichen? Ist das ein jüdischer Altar? Nein, aber... Ich dachte, die Amtssprache Ihres Vereins wäre Latein? Ja, aber die Sprache des Herrn war Hebräisch.
Apropos Zeichen, wissen Sie, was es mit dieser Pyramide auf sich hat, auf dem Friedhof? Auch so Schriftzeichen. Nun, das war, glaube ich, das Grab eines alten Kaufmannes, der Handel getrieben hat mit Kairo. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, das war vor meiner Zeit. Können Sie uns sagen, zu welcher Uhrzeit die Gude denn so meistens anfangen, hier an den Türen zu kratzen? Ja, nun meistens. Ich höre es meistens in der Nacht, ab 10 Uhr oder 10:30, wenn ich unten in meinem Gemach mich zu Bette lege, dann hört man das Kratzen ganz deutlich. Aber das muss doch tierisch unheimlich sein, und dann sind Sie allein ihr? Ja, nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber der Herrgott hat mich hier hingesandt und der Herrgott wird auf mich achten. Bisher eines Nachts nicht mehr auf sie achtet, weil sie ein so uneiliges Buch in ihren Altar verstecken. Nun, aber wir verstecken es doch vor dem Bösen. Wir beschützen doch die Menschheit damit. Was wollen Sie denn daran nicht verstehen? Wenn es dieses böser Buch ist als seit das, Jahrhunderten hier. Ja, und aber sehen Sie, jetzt haben Sie die Dämonen direkt vor der Eingangstür. Und sie werden nicht hereinkommen. Das wäre denn wir. Wie Madame Bonnet sagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich würde mir auch noch mal diese Symbole auf dem Altar anschauen, ob ich da irgendeinen Zusammenhang erkennen kann. Das ist wirklich stimmt, was er da sagt. Wollt ihr den belabern, dass er euch das Buch wieder mitgibt, oder was? Nein. Aber dass das Buch gefährlich ist und dass das weg soll. Ja, also wenn ihr wirklich an heiligen Boden glaubt, dann sollt ihr auf diesem heiligen Boden nicht was Unheiliges verstecken. In der Tat. Ja, dann würfelt mal auf Psychologie. Das ist ein regulärer Erfolg. Tony Williamson und Montgomery Sinclair machen die Sache nicht unbedingt besser. Lass mich auf Überzeugen werfen, da bin ich besser. Ach so, du kannst natürlich auch auf Überzeugen würfeln, ja klar. Da hätte eine 95 bestimmt Erfolg gehabt, ne? Nee. Wieso, die 33 reicht ja. Also mir würde er das Buch scheinbar mitgeben. Ja, er diskutiert so eine gute halbe Stunde mit ihm hin und her. Du guckst dir da noch die Zeichen an und redest ihm völlig ein, dass das alles überhaupt nichts bringt und so, bis er euch dann irgendwann vertraut. Und nun, vielleicht haben sie recht. Vielleicht sollten sie das Buch weit, weit wegbringen von dieser Kirche. Ja. Ich hätte es auch verkaufen sollen. Hat jemand einen Siegel, womit ich das einpacken kann? Verkaufen? Hat Ihnen jemand ein Angebot gemacht? Ach so, habe ich das gar nicht erwähnt? Nein. Oh nein. Ein alter, reicher Kauz war vor 3 oder 4 Wochen hier. Ich habe zwei Namen für Sie im Angebot. Lassen Sie mich bitte raten. Der erste wäre ein Mr. Arkwright oder der zweite ein Mr. Callahan. Mr. Arkwright, woher wissen Sie das? Ich weiß gar nicht, weil wir unsere Arbeit verstehen. Das haben wir versucht, schon das letzte Mal klarzumachen. Wir sind die Experten. Ja, er hat mir ein Heidengeld geboten. Ich weiß gar nicht, woher er überhaupt wusste, dass das Buch hier ist, ehrlich gesagt. Haben Sie das noch jemandem gezeigt? Ich wusste, der hat Dreck am Stecken. Nein, außer dieser netten Klasse aus der Schule, die letzte Woche da war, und ich zeige es ab und an der ein oder anderen Nonne, wenn die zu einer Pilgerfahrt kommen, um sie ein bisschen zu beeindrucken, aber der Hausmeister wusste auch davon, aber mehr Leute wirklich nicht. Ist Hochmut nicht eine Todsünde? Vermutlich hat er den Code irgendwo auf einen Zettel geschrieben und dem hier irgendwo auf dem Altar liegen. Das erinnert mich etwas. Du siehst, wie er sowas knüllt und in die Tasche steckt. Passwort Gott.
Monsieur Sinclair, Sie sind doch so ein erfahrener Okkultist. Können Sie vielleicht irgendeine Art Siegel auf ein Stück Papier zeichnen, damit man das vielleicht ein bisschen abschirmt? Vielleicht ja, natürlich. Aber diesen Zettel legen wir nicht einfach irgendwo hin, wo jeder das sehen kann. Was muss ich würfeln, um hier ein Bann-Heptagramm oder was auch immer da drauf zu malen? Auf das Buch oder worauf willst du das machen? Auf einen Zettel, so wie Madame Bonnet es wollte. Aber was wollt ihr denn dann mit dem Zettel machen? Das da drauflegen und zusammen in ein Taschentuch wickeln, damit das von irgendwie dem Bösen abgeschirmt wird, dass das okay. nicht detected wird. Ja, auf Okkultismus natürlich. Würfle. Und warte mal, stopp. Bevor du das machst, machen wir an dieser Stelle den mega Cliffhanger und eine Pause, damit wir alle mal auf Toilette gehen können und uns mal was zu trinken holen können. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob Montgomery St. Clair in der Lage ist, einen Bannzauber auf ein Kritzelstück Papier zu schreiben und es in einem großen Taschentuch mit einem uralten Buch in Sicherheit zu bringen, Freunde der Nacht. Wir lassen uns überraschen. Ja, bis morgen, alles Gute. Ciao, ciao.